2 Minuten für Dino wird präsentiert von Sporttipp. Die Szene, die wir hier sehen, letzte Minute Lugano-Servette, wo es irgendwo schon noch ein bisschen um Playoffs geht, würde ich sagen. Das ist Busch-Liga-Zeug, Bananenrepublik. Man hat eine Profiliga, die es nicht fertig bringt. Hochauflösende Kamera, also so zu installieren, dass die Schiedsrichter können entscheiden können, ob der Böck tatsächlich drin war oder nicht. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, das ist lächerlich. Man stellt sich vor, was passiert in den Playoffs und es geht irgendwie um ein Halbfinale, Finale oder sogar um den Titel. Und man kann nicht sagen, ob die Scheibe drin war oder nicht. Und man muss sich nachher darauf verlassen, dass es irgendjemand sieht. Unglaublich. Der Nino Niederreiter, aus Chur natürlich, Fellow Bündner, macht sehr viel Spass, ihm zuzuschauen. Man hat ein bisschen befürchtet, dass da die Karriere in den Stock geraten mit dem Wechsel. Nach Carolina, nach Raleigh, hat sich die Karriere aber wiederbelebt. Fast noch mehr. Er ist fast besser, als er jemals war. 8 Goal geschossen in 13 Spielen für die Hurricanes. 6 Scorepunkte in den letzten 4 Spielen. Die Hurricanes sind in der Nähe von einem Playoff-Platz, sogar mit drin. Fantastisch, was der Bursch wieder leistet. Ein guter Typ sehen wir immer bei der Nazi, wenn er mit seiner Leidenschaft und mit seiner forschen Art als Vorreiter gilt. Und ist einfach gut für uns als Hockeyschweizer, dass der Nino wieder Fuß gefasst hat und wieder seine Pace gefunden hat. Kann man nur gratulieren. Die SCL Tigers sind noch nicht grün im Teletext, was also gemeinhin als Indikator gilt für die Playoff-Qualifikation. Aber man kann sagen, sie sind praktisch durch. Also denen kann man es nicht mehr nehmen. Sonst kaufe ich mir ein Töffel und fahre mit dem auf Genf und zurück, weil der Vorsprung sollte langen. Tigers operieren auch mit einem limitierten Budget. Die müssen sich das Geld wirklich erwirtschaften. Da kommen keinen Zuschuss, nichts. Darum, es geht auch so. Man sieht es wieder einmal. Wenn man gute Arbeit leistet, ein guter Sportchef, der bedachte Entscheid trifft, ein guter Trainer vor allem, der das System durchzieht und darauf pocht, eine Erfolgsstory. Jetzt hoffen wir nur noch, dass Ambris auch schafft. Dann hätten wir zwei der Clubs, die aus dem gleichen Kerbholz geschnitzt sind. Zwei Minuten für Dino ist präsentiert worden von Sporttipp.